Also man sieht irgendwo, meine Versprechungen gehen auf. Jetzt könnte man sagen, kannst du in die Zukunft sehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum kannst du das? Dann sage ich, weil ich einfach meine inneren Ressourcen, die jeder Mensch in sich hat, automatisch abrufe. Und ich, meine Aufgabe, der Sinn bei mir im Leben ist, dass ich jeden Menschen genau auf den gleichen Punkt hinführe. Dass er genauso aus sich das rausholt und das Leben lebt, was er sich wirklich schon immer erträumt hat. So, jetzt seid ihr angereist zu dem Thema frei werden von Sorgen, von Ängsten und von Schuldgefühlen. Jetzt mal ehrlich, wer glaubt, dass das überhaupt geht? Bevor er die Finger hebt, nochmal auch, damit wir da eintauchen. Kennt ihr dieses, also gehen wir in unser tägliches Leben. Immer wieder kommen Schuldgefühle auf. Kennt ihr das? Und wir denken, wir fühlen uns dort hinein. Sind es keine Schuldgefühle, dann haben wir ständig täglich irgendwelche Sorgen, stimmt's? Und diese Sorge ist meistens noch verbunden mit einer Angst oder einer großen Angst. Und das lähmt uns. Es hält uns vom Leben ab. Unser Leben dreht sich permanent um Schuldgefühle, um Sorgen und um Ängste. Eines Tages, ich glaube, das dürfte ungefähr her sein, 8 Jahre, als ich wieder mal über mein Leben nachdachte, stellte ich fest, ich habe immer gesagt, auch zu meiner Frau, wenn wir das und das nur erreichen, dann leben wir sorgenfrei im Leben. Dann hast du es geschafft. Kennt ihr so diese Sprüche und auch dieses, was man sich selber ein bisschen so einredet? Und auch wenn man das erreicht hat, durfte ich feststellen, die Sorgen werden nicht weniger und die Ängste oder die Schuldgefühle, sondern entweder bleiben sie im gleichen Maß oder, was erschreckend war, sie erhöhen sich auch manchmal, weil ich mehr zu verlieren hatte. Könnt ihr damit was anfangen? Und in dem Moment haben wir gedacht, ja, eigentlich sind wir doch verrückt. Wir haben anscheinend, wir müssen immer Sorgen, Ängste, Schuldgefühle haben, egal wie es uns geht. Das gefällt uns nicht. Das ist nicht schön. Das lähmt uns, das hält uns vom Leben ab, vom Erschaffen ab. Es raubt uns die Energie. Es zerstört unsere Gefühle. Ja, für was tun wir denn das überhaupt? Wenn dem so ist. Also bin ich hergegangen und habe geschaut, was schreiben denn meine Kollegen, so Lebenslehrer und Trainer über dieses Thema? Und siehe da fand ich nicht viel und vor allem für mich nichts Brauchbares. Also ging ich wieder her als Forscher und habe mich mit dem Thema beschäftigt. Und da bin ich auf sehr interessante Punkte gestoßen, die so interessant waren, dass ich nach einer gewissen Zeit als Proband feststellen durfte, das war irgend so ein Magic Moment, ich werde nie vergessen, bei mir in der Küche, da habe ich zu meiner Frau gesagt, da bin ich so dort gesessen und sage, irgendwas ist anders. Ich kann es nicht beschreiben. Irgendetwas ist anders. Ich bin so leicht, ich bin so fröhlich, aus mir sprießt alles, da ist Stärke. Er sagt, was hast du denn? Sag ich, keine Ahnung. Sagt, hast du irgendwas genommen? Sag ich, ich glaube nicht. Und dann kam es wie ein Blitz. Ich habe keine Sorgen, keine Ängste und keine Schuldgefühle mehr. Und das war ein Gefühl, was ich ja noch nie im Leben kannte, außer bestimmt als Kind. Aber das weiß ich ja nicht mehr. Da ist die Erinnerung zu weit her. Weil ich bin jetzt auch schon über 30 und das sind doch ein paar Jahre. Und in dem Moment spürte ich ein ganzes neues Leben. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie so ein Leben wäre? Könnt ihr das wirklich vorstellen, wenn du ein Leben hättest, wo du jetzt wirklich automatisch, also nicht künstlich, keine Sorgen, keine Ängste, keine Schuldgefühle hättest und total frei und glücklich bist? Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt einmal eine Frage. Ich bin ja wirklich immer so großmäulig und sage, jeder von euch wird diese drei Themen verlieren. Für immer.
Wer glaubt es? Ihr vertraut mir sehr, sehr viele vertrauen mir sehr gut. Ich bedanke mich. Ich kann aber auch denjenigen verstehen, der sagt, naja, also, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Aber ich verspreche euch, die bekommen wir weg. Und die bekommen wir bis heute Abend bereits weg. Wir werden Sorgen, Ängste, Schuldgefühle heute noch, Betonung auf heute, werden wir wirklich für immer in die Hölle schicken. Wir werden sie verbannen aus unserem Leben. Sie haben mit uns nichts zu tun. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie das geht. Und deswegen würde ich sagen, Schluss jetzt mit der Einführung. Leg mal los. Wir haben echt viel vor. Gell? Also die beiden Tage sind vollgebombt. A, mit Wissen und B, alles, was ich euch auf der Bühne erzähle, das ist immer mein Versprechen, werde ich in den nächsten paar Minuten, werdet ihr das live erleben, dass es funktioniert. Das ist ja der Unterschied zu anderen Seminaren. Dort wird Wissen vermittelt, sehr wertvolles Wissen. Aber ich lege Wert darauf, dass wir es sofort unter Beweis stellen. Denn wenn wir das nicht tun, das Gehörte wird wieder verschwinden. Egal wie interessant das ist, egal wie oft wir sagen, oh, das lese ich mir jeden Tag durch, ich habe mitgeschrieben und so. Also das verschwindet wieder, weil uns der Alltag einholt. Nur über diese Thematik, wie ich vorgehe, das ist ja eine gewisse Strategie, werdet ihr alle das auf Dauer verlieren. Und das verspreche ich euch. Legen wir los. Bingo. Gut.